Однажды Господь Иисус сказал, никто не благ, как только один Бог. Keiner ist gut außer Gott. Если ты это сегодня поймешь, если ты это уже понял, то мы можем заканчивать, можешь идти домой. Dann können wir beenden, du kannst nach Hause gehen. Но мне хочется еще прославить Господа, правда. Aber ich möchte wirklich den Herrn nochmal loben und preisen. Потому что Он действительно хороший. Weil er tatsächlich gut ist. И Он один только хороший. Und nur er alleine ist gut. Это то, что Иисус подчеркивает. Das ist das, was Jesus unterstreicht. Никто не благ. Keiner ist gut. Keiner ist gut. Нету доброго. Es gibt keinen gütigen Menschen. Нету доброго. Es gibt keinen gütigen, guten Menschen. Только один Бог. Nur alleine Gott. Это откровение. Das ist eine Offenbarung. И поэтому мы поем ему. Deswegen singen wir ihm zu. Он хороший. Weil er gut ist. Он всегда, всегда, всегда хороший. Er ist immer, immer gut. Amen. Amen. Давай воздадим ему большую славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. Ach, Halleluja. Halleluja. Спасибо. Danke an euch. Спасибо. Danke an euch. Садитесь, пожалуйста. Bitte nimm Platz. О, Господь, спасибо. Danke dir, Herr. Да, давай мы сразу включим 1 Иоанна 5:19. Lass uns gleich 1. Johannes 5:19 einschalten. Первое Иоанна 5:19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Он говорит, мы знаем. Er sagt, wir wissen. Мы не догадываемся. Wir ahnen nicht nur. Мы не верим. Wir glauben nicht. Мы знаем. Sondern wir wissen. Что мы? Dass wir alle от Бога. Von Gott sind? Oh, dass wir von Gott sind? Мы от Бога. Wir sind von Gott. А весь мир? Aber die ganze Welt? Лежит во зле. Befindet sich im Bösen. Мы знаем. Wir wissen. Что мы? Dass wir от Бога. Von Gott sind. Это он говорит про нас, христиан. Er spricht von uns Christen hier, которые родились свыше. Die von neuem geboren sind. Говорит, мы. Er sagt, wir от Бога. Sind von Gott. Мы сверху рождены. Wir sind von oben geboren. А весь мир. Und die ganze Welt. Представляешь, он говорит весь мир. Stell dir vor, hier sagt er, dass es die ganze Welt ist. Ну-ка, давай проверим, точно написано, да? Lass uns mal prüfen, ob das tatsächlich so steht. Dass die Welt, ganze Welt, весь мир. Dass die ganze Welt,
Вообще-то по-гречески это звучит космос. Auf Griechisch klingt das oder ist übersetzt, bedeutet das Kosmos. Это слово такое там написано, космос. Dort ist dieses Wort erwähnt, Kosmos. Космос лежит во зле. Der ganze Kosmos liegt im Bösen. Вот этот физический мир. Also diese physische Welt. С его всеми странами. Mit all seinen Ländern. Людьми. Mit Menschen. Лежит. Befindet sich. Во зле. Befindet sich im Bösen. Не написано, что там зло в мире. Es steht dort nicht geschrieben, dass das Böse in der Welt ist. Можно было бы сказать так. Man könnte das auch so sagen. Мы от Бога. Wir sind von Gott. А в мире есть зло. Und in der Welt ist, herrscht das Böse. Нет. Nein. Он говорит, весь космос. Er sagt hier, die ganze Welt, der ganze Kosmos. Лежит. Befindet sich. Лежит. Liegt oder befindet sich. Знаешь, что мы видим космические миры. Weißt du, wir sehen ja im Kosmos verschiedene Welten. Звездное небо. Zum Beispiel die Milchstraße, also den Sternenhimmel. Я телескоп купил, чтобы его рассматривать. Ich habe sogar ein Teleskop gekauft, um den ganz genau zu beobachten. Но это маленькая прослойка. Aber das ist eine kleine Schicht. А потом поднебесье идет. Und dann gibt es dann der Himmel. Второе небо. Dann gibt es den zweiten Himmel. И там написано, обитают злые духи. Und dort steht geschrieben, dass dort die bösen Geister leben. Павел говорит в 6 главе Ефесянам. Paulus sagt aus der 6. Epheser. Духи злобы поднебесной. Dass dort die Geister der Unterwelt sind, also oder der Himmelswelt sind. Да, да. И там иерархии. Himmlischen bösen Geister. Там целые иерархии, начальство, dort, власти. Und dort gibt es auch die ganze Hierarchie, da gibt es auch Leute, die leiten. Да, не начальство, не Leute, а бесы. Also nicht Духи. Die Leute, sondern die Geister, die leiten, nicht да. Die Menschen. Там есть свои начальства. Dort gibt es eigene Führungen. И Павел говорит, когда он говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Und wenn der Paulus davon spricht, dass unser Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die bösen Mächte, Machthaber und die Machthaber dieser Welt. Но этот мир, который он говорит, тьма века сего, это духовный мир. Aber er spricht von der geistlichen Welt, wenn er davon spricht, dass es die Mächte des Bösen sind. Короче, этот мир, этот космос, он прям окутанный в духов злобы поднебесной. Also kurz gesagt, dieser Kosmos, diese Welt ist sogar umhüllt durch diesen bösen, durch das Böse. И мир лежит возле. Und die Welt liegt im Bösen, befindet лежит, sich im Bösen. Лежит. Es liegt im Bösen. Понимаешь? Лежит. Verstehst du mich? Es befindet sich darin. Badet, если ты хочешь. Wenn du es hören willst, sogar es badet sich darin. Во зле. Es badet sich im Bösen. Jan, он очень, очень такой интересный, он говорит, Johannes spricht hier sehr interessant darüber. Он разделяет всего лишь на две части. Er teilt nur in zwei Teile. Когда он пишет свое послание. Wenn er seine Botschaften schreibt. Говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Er spricht davon, dass alles die Lust der Augen, die Gelüste und falschen Wünsche, das ist alles von dieser Welt. Не от папы. Und nicht vom Papa. А от мира сего. Sondern von dieser Welt. Но говорит, мы от Бога. Aber sagt, aber wir sind von Gott. А мир лежит во зле. Aber die Welt liegt im Bösen. Все. Das ist alles. Я много ездил по свету. Ich bin viel gereist die Welt rum. Господь мне дал видеть много-много стран. Herr hat mir erlaubt, viele Länder zu sehen, viele на Städte. На разных континентах. Auf verschiedenen Kontinenten. В одной Африке я был раз 6. Allein in Afrika war ich bis zu 6 Mal. Я помню, когда я был в ЮАР. Und ich kann mich erinnern, wo ich in Amerika war. На ЮАР. ЮАР. Südafrika. Да. Мы попали там в такое место, где очень много детей. Wir waren an so einem Ort, wo sehr viele Kinder waren. Мы там построили детсад. Wir haben dort einen Kindergarten gebaut. Я приехал с группой молодежи из Европы. Ich kam mit einer Gruppe Jugendlichen aus Europa. И мы молодые, такие крепкие, построили там детсад за 2 недели. Und wir voller Kraft und jung haben dort innerhalb von einer Woche einen Kindergarten gebaut. Для черных детей, естественно. Für die schwarzen Kinder, selbstverständlich. И поехали закупаться. Und sind einkaufen gefahren. Не увидели там магазин.
Und haben dort ein Geschäft gesehen. Это был магазин, который выглядел как крепость. Das war ein Geschäft, wie eine Festung ausgesehen hat. Там не было витрин. Dort gab es keine Schaufenster. Все было покрыто железом. Es war alles mit Eisen bedeckt. И только одна дырка такая. Und es gab nur ein Loch darin. Окошечко. So ein Fensterchen. В магазин нельзя было зайти. Man konnte in das Geschäft gar nicht reingehen. Если ты хочешь что-то купить, wenn du etwas kaufen möchtest, надо было крикнуть в окошко, что тебе надо. Musstest du in dieses Fensterchen reinschreien und sagen, was du möchtest. И тогда тебе из окошка дадут что-нибудь. Und dann gab man dir das, was du gewollt hast, aus dem Fenster raus. И когда я посмотрел на это железо вокруг, und als ich mir dieses eiserne Festung angeguckt habe, я понял, почему железо. Ich habe verstanden, warum es Eisen drauf ist. Weil es gab Spuren von den Geschossen. Да, кто-то хотел просто что-то взять и приехал с автоматом, расстрелял. Jemand wollte etwas rauben und hat das einfach beschossen. А сидели дети, которые у магазина игрались. Und es saßen Kinder, die bei diesem Geschäft gespielt haben. Знаешь, во что они играли? Weißt du, was sie gespielt haben? От пробок. Они играли в пробки от Coca-Cola. Sie haben mit den Deckel von den Coca-Cola-Flaschen gespielt. Да, у них не было мячей, ничего такого. Sie haben weder Bälle noch sonst irgendwelche Spielzeuge. И они там игрались, радовались этим крышечкам. Und die haben sich total gefreut, obwohl sie nichts hatten, außer diesen Cola-Stöpsel. Это зло. Das ist Bosheit. И когда мы ездили по этим местам, und als wir in diesen Orten gereist sind, там я видел в маленьких таких комнатках, страшных, ich habe dort in solchen heruntergekommenen Zimmerchen was gesehen, почти в каждом стоял телевизор. Fast in jedem stand ein Fernseher. Не было двери. Es gab keine Türen. Но почти везде были телевизоры. Aber fast überall gab es Fernseher. И у каждого был Handy. Und jeder hat von ihnen ein Handy. Мои друзья, они работают с пигмеями. Meine Freunde arbeiten mit Pygmäen. Pygmäe, это, если ты знаешь, это такие люди по пояс тебе. Das sind solche Menschen, die nur bis zur Hüfte reichen. Представляешь, такие люди. Stell dir vor, gibt es solche Menschen? Они ходят все еще mit попу ляпан, как говорится, с такими набедренными повязками. Sie laufen immer noch mit solchen Gürteln, also mit solchen Schürzen, so Lendenschürzen. Да. Но они говорят, что у них у всех есть Handy. Aber sie sagen, sie haben alle ein Handy. С интернетом. Mit Internet sogar. Все в курсе событий. Alle sind auf dem neuesten Stand. Но мир лежит во зле. Aber die Welt liegt im Bösen. Потом я ездил по Америке, Южной Америке, Северной Америке. Dann bin ich gereist in Amerika, Süd, Nordamerika. Где-то меня надо было охранять. Irgendwo musste man mich sogar beschützen. Мне надо было заказывать, я сам не хотел, но мне заказывали два джипа с автоматчиками. Ich konnte das selber machen, aber man hat das für mich gemacht, dass man mir Bodyguards mit Waffen bestellt hat. Да, я бы не хотел платить, но надо было. Ich würde das nicht unbedingt gerne bezahlen wollen, aber es war notwendig. Спереди джип. Vor mir ein Jeep. С таким вот, знаешь, пулеметом спереди. Mit so einer Schusswaffe, so eine automatische Schusswaffe. Сзади джип. Hinter mir ist ein Jeep. Тоже с таким же автоматом, пулеметом. Mit demselben Automaten. А я посередине. Und ich in der Mitte. Такой VIP. So ein VIP-Mann. Да. Мне это вообще 100 лет не надо было, но мне сказали, надо. Ich habe das absolut nicht gebraucht, aber man sagte zu mir, es ist notwendig. Ты едешь по Африке, не, нельзя. Du fährst durch Afrika durch, das ist einfach ein Muss. Du musst. В Южной Америке полиция мне говорила, не ходи туда. In Südamerika sagten mir die Polizisten, du sollst nicht dorthin gehen. Я думал, они смеются надо мной. Ich habe mir gedacht, die lachten mich aus. Я уже целую неделю хожу по этим улицам. Ich spaziere schon eine ganze Woche lang durch diese Straßen. Они мне говорят, там нельзя ходить. Und sie sagen, du darfst dort nicht rumlaufen. Да я тут хожу все время. Aber ich laufe doch die ganze Zeit hier rum. Ну, тебе просто повезло. Du hast bloß Glück gehabt. Okay. Надо слушать. Aber man sollte zuhören. Ты думаешь, в Северной Америке хорошо? Meinst du, dass in Nordamerika besser ist? Я был там много раз. Ich war dort mehrmals. Ничего хорошего.
Nichts Gutes. Ну, конечно, есть хорошее. Natürlich gibt es was Gutes auch. Там везде то, что везде, и там нищета. Dort herrscht wie überall auch Armut, Наркомания, Drogenabhängigkeit, Prostitution, Разврат по крышу. Überall Perversität bis zum Dach. Никакой демократии, о которой все говорят. Keine Demokratie, wovon viele sprechen. Ничего подобного. Nichts Ähnliches. Фальшивка. Alles nur Falschheit. Fake. Ein Fake. Fake. Ein Fake. Вся страна Fake. Das ganze Land ist ein Fake. В Европе здесь меня хотели застрелить. In Europa hier wollte man mich erschießen. Да. Я стоял на улице, проповедовал. Ich stand auf der Straße und habe gepredigt. Какой-то мужик достал пистолет. Irgendein Mann hat eine Waffe gezogen. Он решил просто, наверное, пошутить, ну не знаю. Vielleicht wollte er einfach nur Spaß machen, aber. Он сказал мне: заткнись. Er sagte zu mir: Du sollst deine Klappe halten. Und посмотрел так, das поставил на меня. Und hat die Waffe auf mich gerichtet und hat mich genau angeguckt. Как ты думаешь, что я сделал? Was denkst du, was ich gemacht habe? Wie schätzt du mich ein? Как ты думаешь? Как, wie schätzt du mich ein? Я еще был молодой тогда. Ich war damals noch ziemlich jung. И глупый. Und nicht ganz klug. И я стал с ним дискутировать. Und ich fing an, mit ihm zu diskutieren. Ich говорю: За что ты меня хочешь застрелить? Und habe ihn gefragt: Wofür willst du mich erschießen? Что тебе не понравилось, что я сказал? Was hat dir nicht gefallen, was ich so gesagt habe? Это было у магазина, люди разбежались уже. Das war an einem Geschäft und die Menschen sind schon auseinandergelaufen. А я стою с ним дискутирую. Und ich stehe da und diskutiere mit ihm rum. Потом он спрятал свою дулю, свой пистолет. Dann hat er seine Waffe wieder reingetan. Und ging dann einfach weg. Он был немножко или пьяный, или он был наркоман, я не знаю. Ich weiß nicht, er war vielleicht unter Alkohol gestanden oder vielleicht war er Drogenabhängiger. Это в Европе. Das ist in unserer Europa. Не буду называть страну. Ich werde das Land nicht nennen. Мир лежит во зле. Die Welt liegt im Bösen. И это зло, оно не проходит по границам каких-то стран. Und das Böse, dieses Böse, das läuft nicht auf den bestimmten Grenzen irgendwelcher Länder. Оно не находится в черный или белый среди рас. Es befindet sich nicht in Rassen, weder bei den Weißen noch bei den Schwarzen. Когда-то в ЮАР белые были злом. Eins waren in Südafrika die Weißen das Böse. И они преследовали черных. Und sie haben die Schwarzen verfolgt. Когда я был последний раз там, als ich dort das letzte Mal da war, это был уже апартеид наоборот. Das war dann schon umgekehrt. Когда черные стали преследовать белых. Wo die Schwarzen begonnen haben, die Weißen zu verfolgen. И белые уже не имеют возможности получить хорошую работу. Und die Weißen haben bereits jetzt keine Möglichkeit, eine gute Arbeit zu bekommen. Знаешь, зло имеет качели. Weißt du, das Böse hat so eine Art Karussell. Karussell или с... Oder so Schaukel. Schaukel, да. So eine Schaukel. И Иоанн, он прав, когда он говорит, что весь мир лежит во зле. Und Johannes hatte damals recht, wo er sagte, dass die ganze Welt im Bösen sich befindet. Знаешь, где нету зла? Weißt du, wo kein Böses gibt, nichts Böses gibt? На земле, на земле, на земле. Ich meine jetzt auf der Erde. На необитаемом острове. Auf einer unbekannten Insel. Oder auf einer unbewohnten Insel. Да. И пока там стая обезьян пасется, und solange dort eine Affenherde wohnt, там нет зла. Dort gibt es nichts Böses. Но как только ты наступишь на землю этого острова, aber sobald du deinen Fuß da drauf setzt, тогда там начнется зло. Dann fängt das Böse an. Не сомневайся даже. Du brauchst nicht einmal zu zweifeln. Если туда два человека зайдут, wenn dort zwei Personen reinkommen, тогда это будет зло в квадрате. Dann wird das, das Böse mal zwei sein. Как знаешь в этом анекдоте? Weißt du, wie in einer Anekdote? Один человек попал, христианин попал на необитаемый остров. Ein Christ kommt auf eine unbewohnte Insel. И потом через некоторое время его спасли. Nach einer bestimmten Zeit wurde er gerettet. И там видят такие хижины стоят, две хижины. Und man sieht dort zwei Häuschen. Да, и два selbstgebastelte. Две палки сверху кресты поставили. Und oben haben sie zwei, oben hat er so zwei Stöcke hingestellt als Kreuz. И когда его спасли, они спрашивают: Ну что это у тебя за вот хижина стоит? Und als man gerettet hat, hat man gefragt: Was sind das für Häuschen? С крестом. Mit Kreuz.
Он говорит, это моя церковь. Er sagte, das ist meine Gemeinde. Так, говорит, а что это за вторая хижина с крестом? Und was ist das für zweites Häuschen mit dem Kreuz oben? А это церковь, в которую я не хожу. Das ist eine Gemeinde, in die ich nicht gehe. Понятно? Verstehst du? Человеку всегда надо что-то, куда он не ходит. Also ein Mensch braucht immer etwas, wo er nicht hingeht. Что-то, что я ненавижу. Etwas, was ich hasse. Что-то, что мне противно. Etwas, was mich anwidert. Как говорят, если ты хочешь найти совершенную церковь, если ты ее нашел уже, weißt du, wenn du eine vollkommen gute Gemeinde finden möchtest und wenn du sie bereits gefunden hast, то не смей присоединяться к ней. Dann komme nicht auf den Gedanken, sich der anzuschließen. Уже она сразу перестанет быть совершенной. Denn sie wird sofort aufhören, vollkommen zu sein. Как только ты переступишь порог этой церкви. Sobald du die Schwelle dieser Gemeinde übertrittst. Я еще раз повторю, никто не благ, как только один Бог. Ich möchte mich nochmal wiederholen, dass keiner gut ist, außer Gott. Очень важное откровение. Es ist eine sehr wichtige Offenbarung. И очень важно на каждом служении. Und es ist sehr wichtig, bei jedem Gottesdienst. Слышать Бога. Gott zu hören. Это чистые мозги. Das sind saubere Gedanken. Которые приходят свыше. Oder sauberer Verstand, der von oben kommt. Weißt du, das ist unsere sanitäre Norm, jeden Tag zu beten, jeden Tag Bibel zu lesen. Und dann hast du eine Garantie, dass du gesund bleibst. 2. Petrus 3, глава, 1 стих. 2. Petrus 3, der Vers 1. Петр написал, говорит, Petrus schreibt hier und sagt, я напоминанием, вторая часть, возбуждаю вас чистый смысл. Um durch Erinnerung eine lautere Gesinnung aufzuwecken oder saubere Gedanken in euch zu wecken. Also diese saubere Gedanken oder reine Gedanken, die sollte man aufwecken, напоминать. Anregen, man sollte erinnern. Напоминать, потому что оно засыпается этим хламом. Всем. Erinnern, weil das Ganze, weil das immer mit diesem ganzen Müll zugeschüttet wird. Информационный шум всегда идет. Dieser Informationsschwall, das kommt immer auf dich zu. И мусор, 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 много, много, он прессуется, прессуется, прессуется. Und es ist jedes Mal eine Schicht mehr, und man hat dann zu viel Müll drin. И потом тараканы появились, а потом мыши уже появились. Dann kommen Kakerlaken, dann kommen Ratten dazu. И апостол Петр говорит, слушай, надо лопату брать, выкидывать сюда. Und апостол Петрус sagt hier, du sollst jetzt eine Schaufel nehmen, das Ganze raustun. И возбуждай в себе чистый смысл. Und erwecke in dir diese saubere Gedanken. За это ответственный каждый из нас, друзья. Dafür ist jeder von uns persönlich verantwortlich, лично. Meine Freunde. Jeder, persönlich. Господь так создал наш мозг. Denn der Herr hat unser Gehirn so gemacht, unseren Verstand. Полезным, wenn wir ihn nicht mit etwas Nützlichem beschäftigen, dann wird er sich selbst beschäftigen mit etwas anderem. Да, und das wird nicht unbedingt nützlich sein. Замечал, наверное, да? Das hast du bestimmt schon mal gemerkt. Wenn deine Gedanken plötzlich irgendwo hinrennen, wo du nicht hin möchtest. Потому что мозг уже нашел себе жвачку. Denn das Gehirn hat sich bereits ein Kaugummi gefunden. Das ist dieser Müll. Und oftmals sogar ein Gift. Wenn du jeden Morgen mit dem Mobiltelefon deinen Morgen beginnst, wenn dein Morgen damit beginnt, wenn du dass du dein Handy rausholst, du selbst gleich in der Früh vermüllst dein Gehirn. И ты разрушаешь сам лично свою душу. Und du zerstörst persönlich deine Seele. И потом удивляешься, почему тебе плохо днем. Und dann wunderst du dich, dass es dir mittags bereits schlecht geht. Если каждое утро мы начинаем с мобильника, wenn wir jeden Morgen mit dem Handy beginnen, то нам будет плохо. Dann wird es uns auch schlecht gehen. Nichts Gutes. Es wird nichts Gutes passieren. И мы здесь говорили уже давно говорили о том, как начинается утро. Und wir haben schon hier öfters mal erwähnt, wie man den Morgen beginnen sollte. У нормального христианина. Und wie es aussehen sollte bei einem normalen Christen. Ты открываешь свои зеньки. Du machst deine Augen auf. И говоришь: "Спасибо, папа!" Danke, Papa.
Я здесь. Ich bin hier. Доброе утро. Guten Morgen. И потом ты бежишь, чистишь зубы, умываешься, тра-та-та. Dann gehst du, putzt deine Zähne, dein Gesicht und bist gut drauf. Молишься. Du betest. Чашечку кофе. Du trinkst eine Tasse Kaffee. И тогда ты можешь, если ты хочешь, свой мобильный включить, но только Библ-эп. Und dann kannst du, wenn du möchtest, dein Handy einschalten, aber bitte nur Bibel-App. А еще лучше, если у тебя Библия лежит все равно на столе, и ты ее просто открываешь, у тебя там закладочка, и ты читаешь. Und noch besser, wenn deine Bibel schon vor dir liegt, dass du sie aufmachst, dort hast du ja deine Merkzettel und irgendwelche markierten Stellen. Просто у тебя закладочка. Du hast ja so ein Bucheinleger. И ты читаешь одну страничку в день. Und du liest eine Seite am Tag. И побежал, куда тебе надо. Und dann gehst du dahin, wo du hin möchtest. Dein Tag wird schön sein. И твой день будет классным. Будет прекрасным. Er wird wunderschön sein. У тебя есть прекрасная жвачка. Und du hast eine leckeren Kaugummi. Да, и праведник написано, он размышляет день и ночь. Und es steht geschrieben, dass ein Gerechter Tag und Nacht überlegt. В законе Господа, воля его, закон его размышляет он день и ночь. Und er überlegt über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht. И ты ложишься спать, и у тебя все еще эта прекрасная жвачка. Und du legst dich ins Bett und du hast immer noch diesen leckeren Kaugummi. А не вот это другое все. И ты спишь, потом дергаешься, как псих какой-то ночью. Und nicht der Rest, wo ständig auf dich einprasselt und du bist total unruhig, wie ein Psychopath. Пора научиться каждый день начинать с молитвы. Амен. Es ist an der Zeit, jeden Tag mit Gebet zu beginnen. Amen. С благодарностью. Mit Dankbarkeit. Hey, это первое. Благодари. Das ist das Erste, спасибо. Also zu danken und первое, zu sagen, danke. Первое слово утром, доброе утро или спасибо. Das erste Wort am Morgen sollte sein, entweder danke oder guten Morgen. И тогда ты будешь сильным и готовым к любым вызовам. Und dann wirst du auch stark sein und du kannst jede Herausforderung annehmen, was dir der Tag so bringt. Amen. Amen. Как важно. Es ist so wichtig. Друзья, вот это санитарная норма. Also diese sanitäre Norm. Христианина. Von einem Christen. И быть каждый раз на богослужении. Und jedes Mal am Gottesdienst da zu sein. Потому что тогда приходит отрезвление. Denn dann kommt die Ernüchterung. Чистый смысл. Saubere Gedanken, reine Gedanken. Да, потому что внутри себя ты не найдешь ничего хорошего. Denn in dir innen drin findest du nichts Gutes. Павел говорит, ничто во мне не живет ничего доброго. Paulus sagte mal, in mir lebt nichts Gutes. Павел говорит. Paulus sagte das. Ничего хорошего во мне, говорит, не живет. Er sagte, nichts Gutes lebt in mir. Поверь мне, в тебе тоже. Glaube mir, in dir auch. Во мне, прежде всего. Und bei mir in erster Linie auch. По-настоящему, один человек сказал, запомни эту цитату, по-настоящему добр только тот человек. Also merkt ihr mal dieses Zitat, das hat mal ein guter Mann gesagt. По-настоящему добр. Ein echt gütiger Mensch oder guter Mensch. Только тот человек. Ist nur der Mensch. Который знает. Der kennt. Что он злой. Der erkennt, dass er böse ist. Тот, кто думает, что он добрый. Derjenige, der denkt, dass er gut ist. На самом деле злой. Ist tatsächlich böse. Кто знает, что он злой? Aber derjenige, der erkennt, dass er böse ist, тот по-настоящему добрый. Der ist tatsächlich gut. И чем больше зла ты найдешь в себе, und je mehr Bosheit findest du in dir, тем добрее ты становишься. Desto gütiger wirst du. То же самое насчет святости. Dasselbe betrifft auch die Heiligkeit. Как только я признаю, что во мне грех, sobald ich anerkenne, dass in mir die Sünde herrscht, dann werde ich zu einem Heiligen. Je mehr ich die Sünde in mir erkenne, je mehr, desto heiliger werde ich. Derselbe Apostel Paulus spricht, Христос пришел спасти грешников, Christus ist gekommen, um die Sünder zu retten, из которых я, von denen ich, первый, der Erste bin, der Größte bin. Павел говорит, я первый на свете грешник. Paulus sagte, ich bin der Erste, der größte Sünder auf der Welt. Заметь, он не сказал, я был первый. Bemerke, er sagte nicht, ich war der Erste. Я есть. Sondern ich bin es. Первый грешник. Ich bin der Erste Sünder.
Ты спросишь сегодня на улице людей. Wenn du heute Menschen da draußen fragst. Кто первый грешник в мире? Wer ist der erste Sünder in der Welt? В Китае тебе скажут Мао Цзэдун. In China würde man dir sagen Mao Zedong. В Германии тебе скажут Гитлер. In Deutschland wird man dir sagen der Hitler. В другой стране скажут другого человека. In einem anderen Land wird man dir einen anderen Mann benennen. Кого-то назовут. Jemand wird man bestimmt nennen. Но все ошибаются. Aber alle irren sich. Все. Alle. Потому что место первого грешника уже занято. Denn der Platz von dem ersten Sünder ist bereits besetzt. Павел говорит: "Я первый". Paulus sagte, ich bin der Erste. Все, первое место занято среди грешников. Das war's, der erste Platz der Sünde ist bereits besetzt. Ну давай на второе место посадим кого-то. Okay, lass uns auf den zweiten Platz jemanden hinsetzen. А второй тоже занято. Aber der zweite ist auch bereits besetzt. Also я на втором месте. Weil ich mich auf dem zweiten Platz befinde. Тебе придется на третье пересесть. Also du musst dann auf den dritten Platz или на четвертое. Oder auf den vierten. Хотя я сомневаюсь, потому что за второе место борются тоже много людей. Obwohl ich zweifle, denn um den zweiten Platz kämpfen auch viele Menschen. Очень много хороших святых. Sogar sehr viele gute und heilige Menschen. Которые говорят, я на втором. Die sagen, ich bin am zweiten Platz. Павел уже все, уже занял. Aber der Paulus hat es bereits besetzt. Эй, это истина. Das ist die Wahrheit. Наша святость заключается в том, unsere Heiligkeit ist darin, в том, что мы признали, осознали, что мы грешны. Indem, dass wir erkannt haben und bekannt haben, dass wir Sünder sind. Dass wir sündig sind. И чем больше ты это осознаешь, und je mehr du das erkennst, тем святее ты становишься. Desto heiliger wirst du. Мы сегодня ехали утром сюда. Als wir heute Morgen hierher gefahren sind, за рулем я сижу, Лена мне говорит, ich sitze am Steuer und Lena sagt zu mir, Schatz, ты самый лучший в мире. Schatz, du bist der Beste in dieser Welt. А я такой внутри сижу. Und ich sitze so und denke so in mir. Приятно. Oh, es ist wie Honig um mein Herz. Wow. Es ist klasse. Пока она говорит, что я самый лучший. Solange sie zu mir sagt, dass ich der Beste bin. Я должен знать, что я первый грешник или второй. Muss ich wissen, dass ich entweder der erste oder der zweite Sünder bin. Тогда все хорошо. Dann ist alles gut. Как только я говорю. Sobald ich sage, я самый лучший в мире. Ich bin der Beste auf dieser Welt. Тогда Лена будет считать, что я первый грешник. Dann wird die Lena sagen, dass ich der erste Sünder bin. И она будет права. Und sie wird recht haben. Как только кто-то говорит, я крутой, я самый лучший. Sobald jemand sagt, oh, ich bin der Coolste, ich bin der Beste. Тогда он попал. Dann ist er in die Falle geraten. Попался. Dann ist er in die Falle geraten. Ай-яй-яй. Видите, я уже их всех спустил со сцены. Verjagt. Вот такой я эгоист, понимаешь? So ein Egoist bin ich. Люди стоят, сидят, что-то там. Die Menschen sitzen oder stehen. А я забыл про них. Und ich habe total vergessen, dass die dort stehen. Я думаю, что это не сильно великое откровение для нас, да? Ich denke, das ist keine besondere Offenbarung für uns alle. Я вообще сегодня подготовил проповедь совершенно другую. Eigentlich habe ich heute ganz eine andere Predigt vorbereitet. Я хотел подготовить такую, думаю, что пойдем дальше, пойдем в глубину. Ich habe mir so gedacht, wir gehen weiter, wir gehen mehr in die Tiefe rein. А Господь говорит. Aber der Herr sagt. Не-не-не, давай basics. Nein, lass uns mal die Basics wiederholen. Базовые, давай базовые. Lass uns mal die Basendinge. Надо сделать рестарт такой, как в компьютере. Man sollte so einen Restart machen, wie bei einem PC. Знаешь, когда рестарт происходит, он возвращается в компьютер, возвращается к базовым установкам. Weißt du, wenn man so einen Restart macht beim PC, dann kommt wieder auf die Werkseinstellungen. И он начинает все заново. Und fängt wieder alles aufs Neue an. И потом вдруг все работает. Und dann plötzlich arbeitet alles, funktioniert alles. Наш компьютер такой маленький. Weißt du, unser Computer ist so klein. И он перегревается от всякого мусора, от всякой ерунды. Und er überhitzt sich von jedem Müll, von jedem Dreck, was von draußen kommt. Всякий вирус, ты поймал вирус компьютера.
Wenn du ein Computervirus empfangen hast и смотришь, он завис, не работает. Und du siehst, dass er so hängen geblieben ist, и тогда есть кнопочка Restart. Dann gibt es ein Knöpfchen, das heißt Restart. И он все системы проверил. Und dann kontrolliert er oder prüft er alle Systeme и поднял опять. Und fährt wieder hoch. То же самое с нашим духом должно произойти. Dasselbe soll mit unserem Geist geschehen. Я смотрю, нам надо так часто делать рестарт, Господи, помилуй. Ich sehe, dass wir alle so oft diesen Restart machen müssen. Herr, sei uns gnädig. Уже столько вирусов мы ловим. Denn wir fangen so viele Virusse ein. В течение недели. Innerhalb von einer Woche. Санитарную норму нарушаем. Wir übertreten diese Sanitärnorm. И потом зависаем. Und dann bleiben wir hängen. Да. Господь что-то хочет сказать, а мы ничего не можем. Der Herr möchte uns was sagen, aber wir sind stumm, beziehungsweise wir sind taub. И надо опять рестарт. Dann braucht man wieder einen Restart. Опять говорить о том, что мир во зле. Und wieder zu sagen, dass die ganze Welt in der, im Bösen liegt. Что ничего хорошего внутри нет. Dass es nichts Gutes innen drin da ist. Эй, что нужна вот эта вот откровенность себе самому. Dass wir diese Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst auch haben müssen. Oh yeah, Halleluja. Давайте включим Луки, 2 глава. Lass uns mal Lukas 2 einschalten. 13 глава. 2 глава, 13-14 стих. Also der Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Читай. Und plötzlich war bei dem Engel der Menge der himmlischen Herrscharen die Nochmal. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». Это рождественская песня. Das ist der Weihnachtslied. Которую сами ангелы придумали. Was die Engel selbst sich ausgedacht haben. Единственная песня в Библии, der einzige Lied in der Bibel, которую можешь с правом назвать ангельская песня. Dass du zu Recht ein Engelslied nennen darfst. Да, это была песня, которую сами ангелы придумали. Das ist ein Lied, was die Engel selbst sich ausgedacht haben. И спели. Und haben das auch gesungen. Смотри, простая, короткая песня. Schau hier, ein kurzes Lied. Поэтому наши песни вполне евангельские, они короткие и простые. Deswegen sind unsere Lieder wohl auch nicht englisch, sondern himmlisch, weil die auch himmlisch sind. И вот эта простота, она так нужна. Und diese Einfachheit, die ist wichtig. Я думаю, что вот эта песня была самая грандиозная, которую когда-либо слышала Земля. Ich denke, das war das grandioseste Lied, was je die Erde gehört und gesehen hat. Да, потому что они не стояли там с тремя дудками. Denn sie standen dort nicht mit zwei, drei Trompeten. Это были воинства небесные. Das waren himmlische Herrscher. Они отовсюду взялись, только вдруг все. Sie kamen plötzlich alle zusammen. И это был хор. Und das war ein Chor. Ангельские голоса. Das waren Engelsstimmen. Это были мощные голоса. Das waren mächtige Stimmen. И они пели эти три вещи. Und sie haben alle diese drei Dinge gesungen. Давай мы сейчас их разберем. Lass uns sie mal auseinandernehmen. Многочисленное воинство небесное. Also eine Menge der himmlischen Herrscharen. Говорится здесь. Spricht man hier? К сожалению, у них было мало слушателей. Leider hatten sie zu wenig Zuhörer gehabt. Но это их не волновало вообще. Aber das hat sie überhaupt nicht gejuckt. Так же, как не должно волновать и нас. Genauso sollte es uns nicht jucken. Когда мы поем Богу. Wenn wir zu Gott singen. Мы поем Богу. Wir singen ja Gott. Не zu людям. Gott und nicht den Menschen. И не друг другу. Und nicht füreinander. И эти ангелы, они пели не для пастухов. Und diese Engel haben nicht für die Hirten gesungen. Пастухи просто это услышали. Die Hirten haben das einfach nur gehört. Они хотели славить сами Бога. Denn sie wollten selber den Herrn preisen. Эй, знаешь, бывает молитвенное собрание, ты приходишь и ты знаешь, здесь ангелы. Weißt du, es gibt solche Tage, wo du zum Gottesdienst kommst, zum Gebetsgottesdienst und du weißt, dass die Engel hier sind. Да, в прошлую среду, например. Zum Beispiel letzten Mittwoch. Эй, ангелы. Engel. Я слышал свидетельство потом. От разных людей. Ich habe das von vielen, von einigen Menschen gehört. Оля, кстати, сегодня приготовила свидетельство, да? Ольга hat heute sogar ein Zeugnis vorbereitet. С прошлой среды. Vom letzten Mittwoch. Есть такое. Es gibt sowas. Ты приходишь, здесь всего 40 человек.
Du kommst hierher, hier sind nur 40 Leute. Но 50, может быть, ангелов. Aber es sind vielleicht 50 Engel hier drin. Они тоже залетели сюда. Sie kommen hierher einfach. Ой, так, по дороге куда летели, но мне надо остановиться. Sie sind geflogen und sind auf dem Weg irgendwo hin gewesen und haben hier Stopp gemacht. Надо остановиться, потому что здесь концентрация хвалы. Man sollte hier einen Stopp machen, weil hier ist so eine konzentrierter Lobpreis. Они не могут пролететь мимо хвалы. Und sie können nicht daneben einfach so vorbeifliegen, wenn hier Gott gelobt wird. Сюда. Und sie kommen sofort hierher. И это здорово. Один час, и ты такой потом восхищенный. Такой, вау! Und es ist unglaublich. Nach einer Stunde bist du einfach voller Kraft und bist inspiriert. Не так важно. Это санитарная норма. Und es ist so wichtig, das ist die sanitäre Norm. Среди недели. Unter der Woche. Заскочить на огонек сюда. Einfach hier kurze Zeit hier reinzukommen. 60 минут такого kraftvollen Lobpreis. So eine 60 Minuten kraftvollen Lobpreis. Power-Riegel тебе, такой Power-Riegel. So ein Power-Riegel, was du. Bam, тебе дали. Dass man die gibt. Ты взял и побежал дальше. Du isst das und läufst weiter. Halleluja. Halleluja. Здесь? Seid ihr hier? Okay, мы сейчас, давай, Оля, тогда иди сюда. Оля, dann kommst du bitte скажи nach vorne. Свое свидетельство. Sprich mal dein Zeugnis. И потом мы соберем пожертвования. Und dann werden wir die Kollekte einsammeln. Особенное пожертвование. Eine besondere Kollekte. В этот раз мы сделаем. Иди сюда наверх. Bitte komm hier nach oben. Мы в этот раз соберем пожертвования для Украины. Wir werden diesmal die Kollekte für Ukraine sammeln. Да, вот целиком и полностью оно пойдет для пострадавших от войны. Das wird voll und ganz den Geflüchteten, also den Menschen, die dort leiden, kommen. Да, и этот месяц март начался сейчас. Und jetzt ist März begonnen, also das Monat März. Да, я просто хочу его назвать месяцем Литвы. Und Monat des Gebetes. И смирение перед Богом. Vor Gott. Если кто-то хочет, пусть постится. Wenn jemand fasten möchte, kann er das gerne tun. И мы в этот месяц даже кафе не будем открывать. Und in diesem Monat wollen wir nicht einmal das Café aufmachen. Наша кафетерия внизу будет закрыта. Unsere Cafeteria unten wird zu sein. Да, и мы будем молиться. Und wir werden beten. Молиться. Wir werden beten. Молиться. Wir werden beten. Amen. Amen. Давай, Оля. Приветствую вас, моя дорогая церковь. Ich begrüße euch, meine liebe Gemeinde. Я бы хотела, да, поделиться то, что я получила в эту среду, это было сильно, очень ich сильно. Ich möchte mit euch mein Zeugnis teilen, was an diesem Mittwoch so geschah. Извините, я буду подглядывать, потому что я волнуюсь, и я не хочу потерять свою мысль. Тут мне leid, wenn ich mal in mein reinschaue, weil ich bin sehr aufgeregt und ich kann meinen Gedanken manchmal dann nicht folgen. Оля, ближе ко мне подойди. Да. Как вы знаете, сейчас очень непростое время для Украины. Wie ihr wisst, jetzt ist eine sehr unruhige Zeit für die Ukraine. И как многие из вас знают, я сама родом из Украины. Und wie viele von euch wissen, ich bin selber von der Ukraine. Там мои родственники, друзья. Dort sind meine Freunde, meine Verwandten. И, конечно, когда я услышала, что случилось, меня это очень сильно коснулось. Und natürlich, wo ich das gehört habe, hat das mich sehr stark berührt. Да. Und getroffen. Это было очень тяжело все это видеть, переживать. Это меня просто, можно так сказать, вырубило. Also es fiel mir so schwer, das Ganze zu sehen, das zu beobachten. Das hat mich echt wie ausgeschalten. Я начала смотреть новости, много новостей, и меня это еще больше увязло. Ich habe begonnen, viele verschiedene Kanäle, Nachrichten zu schauen. Das hat mich noch mehr mitgenommen. И в один момент я уже поняла, что хватит. Und auf einmal habe ich verstanden, dass es genug ist. Потому что у меня уже не было ни сил, ни энергии все это смотреть, переживать. Denn ich habe weder Kraft noch Energie noch Ressourcen gehabt, das Ganze mir anzuschauen. Я приняла решение больше молиться. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, mehr zu beten. Я даже взяла пост не смотреть новости. Und ich habe sogar Fastenzeit genommen von den Nachrichten. И мне стало сразу же легче. Und mir ist sofort viel, viel besser geworden. Почему я взяла пост, чтобы выйти из этого состояния? Мне было, правда, тяжело. Warum habe ich das Fasten, die Fastenzeit mir genommen? Was fiel mir sehr. И вот подка сердцем. Diesen Mund der Herr tröstet, beruhigt. Я
Я получила от него сильные слова. Ich habe von ihm starkes Wort gehört. Которым бы я хотела с вами поделиться. Was ich gerne mit euch teilen möchte. Это 2 Коринфяна 5:14. Das ist 2. Korinther 5:14. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Побеждает не страна, не армия. Weder Armee noch ein Land besiegt. Побеждает только любовь. Sondern nur die Liebe kann siegen. И сам Иисус нам это доказал. Und Jesus selbst hat das uns bewiesen. Иисус умер за всех нас. Jesus starb für alle uns. Мы не можем утверждать, что Иисус умер только за украинцев, а за русских не умер. Wir können nicht behaupten, dass Jesus nur für die Ukraine gestorben ist, aber nicht für die Russen. Или он за китайцев умер, а за молдаван не умер. Oder ob, dass für Chinesen gestorben ist, aber für die Weißrussen nicht. Мы не имеем права указывать Иисусу. Wir haben kein Recht, Jesus darauf mit dem Finger zu zeigen. Потому что он сделал уже эту жертву, и он уже умер за всех нас. Denn er hat bereits dieses Opfer gebracht. Er starb für uns alle. И сейчас идет информационная война. Und jetzt ist dieser Informationskrieg im Gange. И нам нельзя полагаться на эти источники информации. Und wir dürfen nicht auf diese Informationsquellen uns verlassen. Нам нужно сейчас наполняться Духом Христовым. Wir müssen uns mit dem Geist von Christus erfüllen. Знаете, однажды наш пастор говорил. Wisst ihr, eins sagte unser Pastor. Как опасно спать духовно. Es ist so gefährlich, geistlich zu schlafen. Вы знаете, мы сейчас в такое тяжелое время, это очень-очень опасно. Wisst ihr, in dieser ganz schwierigen Zeit ist es sehr gefährlich. Сейчас могут многие уснуть духовно, но быть на первом месте, что знают все новости. Weißt du, es ist heutzutage so, dass man geistlich schläft, aber auf dem neuesten Stand ist, was so in der Welt passiert. Сейчас у нас война духовная. Jetzt haben wir einen geistlichen Kampf. И нам нужно бороться за Божье Царствие. Und wir müssen für das Reich Gottes kämpfen. Вы знаете, я хочу от себя сказать. Und ich möchte eins von mir aus was sagen. Вы знаете, мой царь не Путин. Wisst ihr, mein Zar, also mein König ist nicht der Putin, Biden, auch nicht der Biden, Zelensky, noch Zelensky. Mein Zar Jesus Christus. Mein König ist Jesus Christus. Und nur страна. Dort ist mein Land. Und ich werde nur für diese Kraft kämpfen. Наша родина всех на небесах. Unsere Heimat ist von uns allen der Himmel. И вы знаете, в каждую среду мы собираемся как семья Иисуса Христа. Und wisst ihr, jeden Mittwoch versammeln wir uns hier wie eine Familie von Christus. Кто не дабай, вы многое теряете. Wer von euch nicht dabei ist, der verliert sehr viel. Потому что именно в эту среду. Denn genau an diesem Mittwoch. Когда мне было так тяжело и плохо. Wo es mir so schwer und so schlecht ging. Я такое ощущение пережила. Я в семье, в своей семье. Habe ich das erlebt, dass ich in meiner Familie bin. Иисус касался наши сердца. Jesus hat unsere Herzen berührt. Он нас наполнял своей любовью. Er hat uns mit seiner Liebe erfüllt. Он нас так коснулся и исцелил наше сердце. Er hat uns so stark berührt und hat unser Herz geheilt. Мы так сильно пережили в эту среду присутствие Божие. Wir haben so starke Gottes Gegenwart an diesem Mittwoch erlebt. Я бы хотела еще одно место из Библии зачитать, Матфея 24. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, Matthäus 24. Matthäus 24, 4. Stich. Also der Vers 4, also Matthäus 24, 4. Да, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Это, ибо надлежит всему этому быть. Это еще не конец. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und aus Vers 6, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Все, что он однажды сказал, это исполнится. Also alles, was er einst gesagt hatte, wird in Erfüllung gehen. Но я хочу сказать, если мы будем держаться за него, aber ich will eins sagen, wenn wir uns an ihm festhalten, мы можем это все пройти. Können wir das Ganze durchmachen und durchgehen. Я от всего сердца желаю каждому. Vom Herzen wünsche ich jedem von euch,
чтобы он был в ваших сердцах. Dass er in euren Herzen wohnt. Потому что в это тяжелое время. Denn zu dieser schwierigen Zeit. Поверьте, только он может успокоить. Glaub mir, nur er kann dich zur Ruhe bringen. Мне даже тяжело представить люди, которые без Бога, как они это все проходят. Und mir fällt das so schwer vorzustellen, wie können die anderen Menschen das Ganze durchmachen, die ohne Gott sind. Потому что в эту среду я, у меня Бог просто вот снял все мое волнение и дал успокоение, Denn доверие Ему. An diesem Mittwoch hat Gott einfach all diese Anstrengung, all dieses, diesen Druck, diesen Schmerz von mir weggenommen. И я вам всем желаю мира. Und ich wünsche euch allen Frieden. И чтобы вас наполняла любовь Божья. Und dass euch die Liebe Gottes erfüllt. Danke schön. Danke, Nastja, spiel weiter. Es ist so herrlich. Halleluja. Das ist классно, Настенька, дальше. Короче, не пропускайте служение, да? Also, kurz gesagt, verpasst die Gottesdienste nicht. Санитарная норма. Санитарная норм. Immer da zu sein. Всегда здесь быть. Давайте мы возьмем свои пожертвования. Lass uns jetzt unsere Gaben in die Hand nehmen, was wir vorbereitet haben. Кто собирает, проходите вперед. Diejenigen, die sammeln, bitte kommt nach vorne. Да, мы будем сейчас молиться. Wir werden jetzt beten. Открой свои глаза, если ты уже взял свое пожертвование.